Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück. Der Vorwurf der Hölle wartet schon auf uns. Juhu, yay! Ja, ich habe letztes Mal, nachdem wir so abrupt gestört wurden, habe ich jetzt heute mal alles, also was heißt heute, ich habe dann direkt am Anschluss nebenbei während des Telefonierens, habe ich mal so schnell noch alles hier aus dem Inventar rausgeschmissen und ich hatte es angekündigt, ich habe gesagt, wir kommen garantiert unter 200 und, klar und, überzeugt euch selbst, da 187, also ich habe wirklich alles weggedonnert, was wir denn nicht brauchen. Und ja, vielen, vielen Dank auch mal an Trinum, LND oder IND. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Man kann es nicht ganz identifizieren, ob das ein kleines L oder ein großes I sein soll. Du hast ja da irgendwie bei der einen Skyrim-Folge mal so ein bisschen kommentiert, von wegen dem Add-on und sowas. Also muss nicht unbedingt sein, wenn ich ein bisschen unmotiviert bin. Ich muss sagen, jetzt im Moment geht es. Ich hatte da gerade so eine Phase, da war Motivation ein bisschen gering. Kennt man ja, manchmal hat man nicht so viel Lust. Ich bin ja auch nicht jeden Tag gleich. Also es ist, mir tut das dann selbst immer leid so ein bisschen, ja, wenn ich dann so ein bisschen schlecht drauf bin und das dann irgendwie so wirkt, als ob ich nicht so viel Lust hätte. Dann liegt das eher daran, dann war meistens der Arbeitstag nicht so pralle, Wetter war nicht so schön und irgendwie, keine Ahnung, Pizzalieferant war auch nicht so schnell wie sonst, keine Ahnung, es gibt da immer verschiedene Umstände. Oder früh morgens dann halt mit schon beim Aufstehen auf die Katze getreten. Nein, passiert nicht, ich bin noch nie auf meine Katze draufgetreten, keine Panik, noch nie im Leben. Und von daher, der tritt höchstens mal auf mich drauf, das macht der gerne mal. Ja, also das, ich habe schon Lust. Also im Moment geht's mir auch wieder richtig gut. Bin eigentlich guter Laune, liegt vielleicht auch so am Wetter und alles. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, von daher, ich werde das auf jeden Fall durchziehen. Garantiert, wir werden auch, hoffe ich, viel, viel Spaß mit haben. Naja, wo gibt's das? Und der Trainer meinte auch von wegen so, Mensch hier, nimm doch Feuerholz und wenn du das dann hast, dann halt Eisen und dann kannst du damit, was ich machen, rumwerkeln. Jetzt ist die Sache, im Moment haben wir leider kein Eisen, aber das können wir auch woanders machen. Also es gibt auch dort bei dem Addon dann auf jeden Fall die Möglichkeit zu schmieden. Das werden wir da auch dann machen. Also das war das hier upgraden, aufleveln, wie auch immer. So, und ich werde mal hierhin reisen. Die Sache ist, es ist zwar in Windhelm, aber nicht direkt in Windhelm. Es ist am Hafen, da müssen wir hin. Und jetzt ist die Sache, naja, es wäre jetzt doof, irgendwie in die Stadt direkt zu reisen, nur um gleich dann wieder aus der Stadt rauszugehen, damit wir in den Hafen kommen. Wir schwimmen jetzt einfach mal durch das Wasser durch, ist ein bisschen kalt, aber das ist egal, das macht so richtig den Kreislauf wach, ne, für morgens. Ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, dann ist man gleich gut drauf. Joa, das ist schon ganz schön. Nun gut, schon wieder dieser Werwolf. Ich glaube, wir haben nur noch diesen Werwolf als Ladebildschirm. Kann das sein? Oder irre ich mich da jetzt? Also ich habe zumindest sehr stark den Eindruck. Macht jetzt zumindest Sinn. Hm. Komisch, warum haben wir nichts anderes mehr? Naja, egal. So, ist wieder finsterste Nacht hier. Ja, so gefällt mir Himmelsrand eigentlich am besten. Dann sieht man den ganzen Nord nicht. Das ist schon viel, viel angenehmer. Ja, ich weiß, ich um die Nord. Wir werden auch, glaube ich, nie auf einen grünen Zweig kommen. Deshalb habe ich mich auch dem Kaiserreich angeschlossen. Ja, lang lebe das Kaiserreich. So. Hüpf, hüpf. Also eigentlich, ja, man kann halt auf jeden Fall hergehen. Man muss es halt ein bisschen ausprobieren. Ich aktiviere mal die Quest. Halt, nein, das war falsch. Quests sind hier. Ach, das ist, glaube ich, noch ganz unten. Das haben wir ziemlich zum Anfang gekriegt, ne? Reise nach Solstheim. Ach, Solstheim war das, genau. Windhelm Hafen. Weiß, ich habe den Hafen noch nie entdeckt. Ja, okay. Hallo. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Warum wollt ihr nicht zurück? Es ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann... Ja, und dann? Plötzlich war ich hier und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Ja, das glaube ich. Ist ein bisschen seltsam. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre nie wieder nach Solstheim zurück. Ach komm, stell nicht so an. Oh doch, denn du wirst mich nach Solstheim bringen. Definitiv. Mein orkisches Gemüt befiehlt es dir. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Ich hatte gesagt, ich bin ein Ork. Du weißt, ich beiße. Was machen wir denn? Man versucht mich zu töten. Ein Nein akzeptiere ich nicht. Oh, machen wir das hier. Moment mal. Ich bin nur ein einfacher Söldner. Level up! Level up! Juhu! Yay! Oh, schön. Aber wir brechen sofort auf.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also das war hier richtig einfach, ne? Also so mal kurz so ein bisschen einen auf hart gemacht und dann ratzefatz haben wir es geschafft. Das sind jetzt, bin ich der Meinung, schon die Sachen... Ja, genau, die Aschkartoffeln. Also sieht man hier diese Kartoffeln. Also Asch, so wie Asche. Nicht wie das andere mit R, ne? Nein, sondern Aschkartoffeln. Die sind bei den Dunmeer super beliebt. Weiß auch nicht warum. Also wahrscheinlich sind die sehr schmackhaft, so ähnlich wie Süßkartoffeln. Kann ich auch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Also man wundert sich dann echt. Super lecker. Sollte sowieso mal alles mögliche, also sofern man es verträgt, würde ich sowieso jedem empfehlen, immer alles mögliche auszuprobieren. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Also ich zum Beispiel, ich bin absolut kein Fischfreund, aber ich habe früher auch alles mögliche an Fisch versucht, weil ich dann dachte, hey, vielleicht probierst du mal das und hiervon ein bisschen was, vielleicht ist der dann was für dich und auf die Art und Weise. Und irgendwie war es nie alles meins. Deshalb kann ich dann sagen, okay, ist halt Fisch, ist für mich nichts. Ich bleib dann eher bei Fleisch. Rabenfels, juhu. Da wären wir. Und wir sehen überall die Asche. Also es ist kein Schnee links und rechts, es ist Asche vom Vulkan. Es gerne wiederzusehen. Ja, klar. Viel Berlin. Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Das ist durch den Vulkan, der Morrowind unter sich begraben hat oder dafür gesorgt hat, dass sich dort halt die Dunkelelfen verzogen haben von dort aus. Und ein Erfolg. Schon nur, weil wir hier mit dem Boot hergefahren sind. Ist das geil oder ist das geil? Ja, nicht wundern, das ist jedes Mal so, wenn man hier in dem Addon ankommt. Ich weiß nicht, also das habe ich, seitdem ich dieses Addon habe. Immer an dieser Stelle hängt das Spiel dann kurz. Es dauert so ein bisschen, ich weiß auch nicht genau. Oh. Ich kenne euch nicht. Arano. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Erklärt eure Absicht. Oh, hungrig. Oh, den Dialog haben wir leider nicht zur Verfügung. Hm, was können wir denn dann machen? Hm. Ork will spielen. Haben wir auch nicht. Obwohl, das könnte man mit Arbeit. Ja genau, ich suche Arbeit. Dazu habt ihr euch den schlechtesten Ort in ganz Morrowind ausgesucht. Ach. Aber wie ihr wollt. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet Redoran. Oh, die kenne ich noch, die kenne ich noch. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an ja, das, da kenne ich mich mit aus. Ihr wisst, wer Mirag ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Was könnt ihr mir denn über ihn erzählen? Ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Okay, und warum seid ihr Besuchern so misstrauisch gegenüber? Das muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Also, gibt es denn Probleme mit der Sicherheit? Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und kann ich da vielleicht helfen? Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherr Morwein. Ja, das kann ich verstehen. Was bedeutet denn euer Titel? Ratsherr Morwein ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solstheim. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Okay. Was hat es denn mit Schwarzlicht auf sich? Eure Unkenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht. Das ist die Hauptstadt von Morrowind, seit Gramfeste von den Argoniern einkassiert wurde. Ich bin nur noch selten dort, aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher. Okay, die Argonier sind in Morrowind einmarschiert? Ja, vor einer ganzen Weile. Sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morrowinds geschlagen. Niemand scheint sicher zu sein, warum es geschah. Vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes. Ich würde eher auf die Versklavung tippen. Was auch immer der Grund war, tausende Dunmeer verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat. Versklavung ist kein schönes Thema und da kann ich schon verstehen, wenn die Leute das nicht vergessen, sich dann irgendwann rächen. Würde ich ebenso machen. Denkt daran. Ja, mach das mal. Das sind übrigens die coolen Rüstungen. Ja, die sehen, finde ich, ganz schnick aus. Ich finde auch die Helme cool. Das erinnert so ein bisschen an irgend so ein Sci-Fi-Ding, ne? Als ob der so einen Alien-Schädel auf dem Kopf hat. Das ist schon ganz hübsch. So, dann werden wir mal gucken. Wir haben ja viel, viel zu entdecken. Ich glaube, das hier vorne können wir nicht entdecken. Was ist das denn? Ein Tempel. Nee, Tempel sollte man hier lieber nicht besuchen. Ja, wir sind hier wieder der Akrobatik-Org. Und hier haben wir die Schmiede. Juhu, Schmiede. Geht weiter, Fremdling. Die singen hier alle so. Hier ist gerade nicht so viel los, ne? Öffne das Fertigkeitenmenü, um eine Stufe auf sich zu machen. Ja, gut, dass du mich daran erinnerst, Skyrim. Hatte ich fast vergessen.
Was nehmen wir denn? Ich wäre für Gesundheit. Hier ist Gesundheit definitiv wichtig, dass wir das noch ein bisschen pushen. Und Schmiedekunst. Ich glaube, mit 80 konnte man das hier machen, ne? Genau, die Ebenerz mit 80. Dann heben wir uns dieses Pünktchen nochmal auf, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Der spuckende Netsch. Ah, okay. Das hört sich nach einer Kneipe an. Kneipen sind immer ein guter Anlaufpunkt für Abenteurer, ja? Wenn man irgendwo neu ist, immer die erste Kneipe aufsuchen, da rein, ein bisschen eine Runde schmeißen, ein bisschen was trinken, mit den Leuten so ein bisschen rum erzählen, ein bisschen schnacken mit denen und dem Wirt ein paar Geldstücke noch zustecken, dann kriegt man auf jeden Fall Informationen. Morgul. Oh! Ich warne euch nur einmal. Geht mir aus dem Weg. Hey, hallo, ich bin auch Ork. Keule. Bei mir braucht ihr euch nur eins zu merken. Zahlt eure Schulden. Ah, du solltest mir gegenüber ganz vorsichtig sein, mein Freund. Du hast wohl von mir noch nicht gehört, ne? Aber egal. Kennst du jemanden namens Mira Ark? Nein. Wartet. Ich erkenne den Namen. Oh, aber ich bin mir nicht dement. Sicher, wieso. Erzählt mir alles, was ihr wisst. Ich weiß nicht. Es fühlt sich seltsam an, auch nur darüber nachzudenken. Ein Tempel vielleicht. Hier auf der Insel. Etwas von einem Tempel. Okay, komische Leute hier, oder? Wer bist du denn? Ah, ich brauch keinen. Und du bist wer? Wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Hier gibt es traditionelle Dunkelelfenspeisen und Getränke. Geld ist schon. Sehr gut, sehr gut. Kennst du jemanden namens Mirak? Kannte ich mal jemanden. Die wissen alle nichts, ne? Als ob die so hypnotisiert wurden oder sowas. Jemanden, der etwas gewollt hat? Was wollt ihr denn? Vielleicht bin ich nur verwirrt. Ich weiß es einfach nicht. Sehr seltsam. Naja, wir gucken mal weiter. Das Hit geht mir aus dem Kopf. Die sind alle irgendwie weg. Was ist denn hier los? Hallo! Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den besten Soyama, der euch je über die Lippen kommen wird. Also, was ist denn die Spezialität eures werten Hauses, Geldis? Der edelste Soyama, der je eure Lippen benetzen wird. Meine eigene persönliche Formel, die ich Sadris Soyama nenne. Ich habe die Mischung gerade um einige neue Zutaten ergänzt, die den Geschmack meiner Meinung nach noch verbessern. Ich muss den Leuten nur noch erzählen, dass das Getränk fertig ist. Dann werden die Gäste mir die Bude einrennen. Ich könnte dabei helfen, davon zu erzählen und die frohe Kunde zu verbreiten. Ich hatte ich wusste, dass du dich freuen würdest, wenn ich das sagen würde. Nehmt diese Soyama-Kostproben und erzählt den Leuten davon. Habt ihr alle verteilt? Juhu! Erhaltet ihr einen Bonus. Gerne. Aber halt, mein Freund. Lauf nicht so einfach weg. Willkommen im Spuk Gerüchte. Die Redoran-Wache hat in den Bergen ein Rudel Werwölfe entdeckt. Vielleicht wissen die Jäger oben bei der Frostmondschlucht mehr. Mehr Gerüchte? Wenn ihr Gold habt, sprecht doch mal mit Ralis oben am Kolpion-Hügelgrab. Wie ich hörte, will er dort eine Ausgrabung durchführen. Auch sehr interessant. Ich habe gehört, dass der verrückte alte Kreskius sich wieder in die Rabenfelsmine geschlichen hat. In seinem Alter wird er sich dort noch den Hals brechen. Okay, mehr? Nichts Neues in letzter Zeit, aber meldet euch ruhig wieder bei mir. Ja, das stimmt. So. Wartet nur, bis sie meinen Ja, das ist auf jeden Fall, das wird toll, das wird super toll. Aber die sind alle weg auf einmal. Das kann nicht sein, dass alle gegangen sind. Ach, hier oben ist einer, nee. Den kenne ich noch nicht. Ich arbeite für Morgul. Wenn ihr ein Problem habt. Ja, es ist schon so spät. Mit dir habe ich, glaube ich, schon geredet, ne? Du standst am Kochtop. Sitzt keiner weiter unten, habe ich übersehen. Um diese Uhrzeit sind die Kneipen noch immer voll. Aber es sieht auch hier nicht so gepflegt aus. Also ich würde zumindest die Spinnenweben hier wegmachen. Also mich als Gast schreckt das so ein bisschen ab, ne? So ein ganz klein wenig. Was haben wir hier? Ah, ein Drüchen. Ach, leer auch noch. Naja. Lehrling, nein, wir wollen es hier nicht gleich einbrechen. Wir wollen uns nicht gleich hier Feinde schaffen. Das muss jetzt nicht sein. So, das sind übrigens so diese typischen Bauten, ne, wie man sie aus Morrowind noch kennt. Fand ich total cool damals so ein bisschen.
auch dieses ganze System mit den verschiedenen Häusern, die ja eher wie Familien sind, die halt bestimmte Ansprüche haben oder und halt, wo es um die Macht dann geht, welches Haus halt regiert und halt, ach, das ist ein bisschen komplizierter gewesen, aber war total cool gemacht. Und auch die Dunmeer-Ruine Morrowind waren irgendwie auch genial. Also es noch ein bisschen größer, hatte ich den Eindruck, als es hier ist und auch bei Oblivion war. Also anders halt, so ein bisschen anders. Und irgendwie scheint es, als ob die Zwerge einfach überall gewesen sind in der ganzen Welt von Cyrodiil. Ist ja die Sache, mehr oder weniger ist ja Cyrodiil ein Kontinent, wenn man das so möchte. Über den Rest weiß man ja gar nicht Bescheid. Also man weiß gar nicht, was außerhalb von Cyrodiil ist, welche Welten dort noch existieren. Also man hat sich dann auch, kann man sagen, noch recht viel offen gelassen für spätere Spiele, wo man dann vielleicht auch mal außerhalb dieser bekannten Welt was machen wird. So, hier ist jetzt aber irgendwie, nicht so viel los. Da hinten ist irgendwie ein Schrein. Da sollte ich auch ursprünglich hingehen, glaube ich. Da tapern wir einfach mal dahin und gucken mal. Oh, hier muss ich aufpassen. Wenn ich hier sprinte auf diesem Weg, dass es mir schon so oft passiert, dass mir das Spiel dann abgestürzt ist. Also ich muss auch sagen, das Add-on, Dragonborn ist das ja eigentlich, das hat ziemlich viele Bugs. Also zumindest was Abstürze angeht. Das passiert ganz oft. Hier in seinem Schrein. Was? Sie vergessen Felix schläft und träumt gerade böse. Ja, Felix, was denn? Ganz ruhig, ganz ruhig. Auf, dass wir uns gerade im Schlaf so ganz laut gemacht. Das, naja. So, das hier haben wir entdeckt. Was ist das jetzt hier? Erdstein. Aktivieren wir den mal. So, mal gucken. Die sind hier irgendwie alle. Holst du wieder? Und warum baue ich jetzt hier Steine? Warum arbeite ich hier? Hä? Was ist hier los? Sehr seltsam. Ich frage mich, wie lange dieser Effekt vor... Ihr scheint dem Effekt durch Einsatz eurer... Ja, ich bin da ziemlich gut drin. Ihr dort. Ihr scheint euch nicht im gleichen Zustand wie die anderen hier zu befinden. Ja, ne? Das ist auch ganz gut so. Darf ich fragen, was genau... ich suche jemanden namens Mirag. Ach, du weißt darüber nicht genau Bescheid, ne? Klingt irgendwie vertraut. Das weiß ja irgendwie keiner so richtig. Woher? Oh, wartet, ich erinnere mich. Ja, ich kann jede Information gebrauchen. Mirag ist schon seit Tausenden von Jahren. Oh, er hat eben zu mir gesprochen. Ich habe ihn gehört in meinem Kopf. Was bedeutet das denn? Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist... Ja, so ein bisschen. Aber auch angsteinflößend. Vielleicht hat es etwas mit den Geschehnissen hier zu tun. Ja, warum bauen die Leute hier Schreine? Unerwartet. Ich fürchte, ich kann euch keine Antworten geben. Aber in der Mitte der Insel gibt es Ruinen eines uralten Tempels Mirags. An eurer Stelle würde sehr gut, sehr gut. Ich habt ihr denn versucht, das hier aufzuhalten? Sicher nicht. Dadurch würde ich stören, was auch immer hier vorgeht. Dann könnte ich nicht mehr sehen, wie es ausgeht. Ist ja ganz komisch. Auch hier die Wachen und alle. Und jetzt gehen sie wieder. Wir wollen die Schmuckstücke verkaufen, zu überleben. Sie schicken euch diese Versprechungen doch nur, um ihre Ruhe zu haben. Das müsst ihr doch wissen. Entschuldigt. Komisch. Und jetzt gehen sie alle wieder. Zutaten? Alchemistenvorräte? Sehr, sehr seltsam. Naja, egal. Was bist du denn für jemand? Sogar sie hier, das ist eine Adlige. Als Frau des zweiten Ratsherrn von Rabenfels wäre es mir eine Freude, euch auf jede nur erdenkliche Weise zu helfen. Warum? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Eigentlich schon, aber wir wissen das noch nicht so richtig, warum das hier alles passiert. Nun gut, ich würde sagen, dann müssen wir mal in diese Richtung grob reisen. Gehen wir mal hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo hier noch Geschäfte waren. Ich glaube, so richtig viele Geschäfte gab es nicht. Ist denn der Schmied wieder da? Also hier... Ach ja, stimmt. Die Händler stehen hier immer draußen. Genau, so ist das ja. Anscheinend noch nicht. Hier können wir ein bisschen warten. Vielleicht haben wir ja was Schönes. Warten wir mal 3 Stunden und dann machen wir morgen an der Stelle weiter. Werden erstmal hier so ein bisschen shoppen. Mal gucken, was die so für exklusive Gegenstände haben, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ja, wir hoffen einfach so in unserer leichtgläubigen Art und Weise, dass dem so ist. Und dann machen wir uns dann morgen mal hier auf die große Rundreise und werden mal schauen,
was denn hier so, wie die Vegetation ist, was die Flora und Fauna so zu bieten hat, welche garstigen Tiere sich uns in den Weg stellen und unser Blut verlangen oder unser nach unserem Fleisch gieren. Wir gucken einfach mal, wenn denn Skyrim irgendwas tun würde, was es gerade nicht mehr tut. Nun gut, ja, zum Glück hat er gespeichert, als wir hier angekommen sind oder wieder rausgegangen sind aus diesem Häuschen, von daher ist es jetzt nicht ganz so wild. Tja, das ist das, was ich meinte, also hier bei diesem Addon, es ist geil, also ich finde es cool, dass man hier ist, aber durch diese Bugs ist der Spielspaß halt schon ein wenig gehemmt und vor allen Dingen, wenn man das Ganze dann aufnimmt, die ganze Zeit brabbelt und dann mittendrin versteht, ich hoffe, das passiert zumindest immer nur zum Ende hin, das wäre jetzt dann nicht ganz so tragisch. Naja, wir gucken einfach mal, wo er dann gespeichert hat und machen dann morgen an der Stelle weiter. In diesem Sinne, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder, bis dahin dann, euer Mr. Zogger.